Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist schon dunkel, aber ich warte gerade auf jemanden, der mich abholt. Deswegen habe ich kurz Zeit, ein Video zu machen. Dann muss ich es morgen nicht mehr machen. Und zwar sind die Vögel jetzt weg. Die Katzen, die Raubkatzen, nicht die Hunde, sind jetzt dafür da. Zumindest jeweils einer immer. Und die Vögel sind weg. Letzter Tag, wo sie eigentlich hätten weggehen sollen, sind sie nochmal geblieben. Also anscheinend war das, man munkelt, weil an dem letzten Tag gab es Serverprobleme und Internetprobleme und sowas. Und als Wiedergutmachung sozusagen hat Niantic das mit den Vögeln für einen Tag verlängert. Aber jetzt sind sie auf jeden Fall komplett weg. Fürs Erste. Zwei Fragen, die mir jetzt sehr häufig gestellt werden. Erstens, glaube ich, dass sie jemals wiederkommen? Auf jeden Fall. Irgendwann werden die sicher wiederkommen. Wie gesagt, eine meiner Theorien halt für irgendwelche Events, dass zum Beispiel jetzt ist September, also zum Beispiel jetzt Dezember oder Januar für irgendein Winter-Weihnachts-Eis-Event oder so. Arktos zum Beispiel für eine Zeit wiederkommt oder ja schon, irgendwelche Events halt. Oder halt irgendwann nächsten Sommer wieder. Ja, hier ein Hutu das mal. Das ist die erste Frage, die mir sehr oft zu den Vögeln gestellt wird. Die zweite Frage ist, jetzt wo sie weg sind, wie viel habe ich gefangen? Was ist mein Bestes und meine Fangquote und sowas? Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Und dann noch was mit Sonderbonbons, aber das kommt gleich. Erstmal die Vögel. So, fangen wir mal an mit dem ersten Vogel. Der kam, das war Arctos. Arctos, 6 von 12. 50% Fangrate. Ist, keine Ahnung, ob die gut ist. Schreibt natürlich unten in die Kommentare, wie viel ihr gefangen habt, wie viel ihr überhaupt gesehen habt. Und 12, der war, wie lange war er da? Jeweils eine Woche, glaube ich, oder? Ja, jeweils eine Woche. Das heißt, ich habe eigentlich mehr gemacht. Ach so, nee, vollkommener Quatsch, weil am Ende kamen ja alle drei nochmal. Also, das hat gar nichts zu sagen, wie oft ich den gesehen habe. So, 12 von 6 und schauen wir uns mal meine Arctos an. Der beste ist, glaube ich, 91. Und zwar der hier. Es könnte auch 93 sein, ich weiß es gerade nicht. Also, ihr seht, es ist mir jetzt nicht so wichtig. Defense 15. Ob es 91 oder 93 ist, ich kümmere mich da echt nicht so um die Vögel. Und der, also die haben beide dieselbe IV, also ich glaube beide sind 91. Ansonsten die anderen alle weggeschmissen. Die waren echt richtig, richtig schlecht. Bonbons habe ich 25, also echt nichts Besonderes. Schreibt unten rein, wie viele Arctos ihr gefangen habt, natürlich. Dann zurück zum Pokédex. Oh mein Gott, hier seht ihr diesen neuen Bug, diesen Missing No Bug, wie Julian ihn nennt. So, als nächstes kam Lavados. Von Lavados habe ich 4 von 9. Auch ungefähr 50%, bisschen schlechter als 50%. Habe auch weniger von ihm gemacht. Bisschen weniger, der andere war 12, oder? 6 von 12, ja, 3 weniger. Lavados. Schreibt unten rein, wie viele Lavados ihr gefangen habt. Checken wir kurz mal. Sorry, nicht beim Pokédex. Bei Pokémon, da habe ich, glaube ich, auf jeden Fall einen 93er. Genau, 93 mein bester. Und der andere ganz knapp nicht 93, nur 2 WP weniger, aber der ist nur 91. Auch nur 2 behalten, der Rest weggeschmissen. Nur 14 Bonbons, leider. Und dann schauen wir uns Zapdos an. So, Zapdos, mein Teamvogel, 8 von 10. Richtig, richtig gute Quote eigentlich. Der sechste, glaube ich, war der, den ich nicht gefangen habe und dann letztens einer. Aber von denen eigentlich keiner, der gut war. Oh, Ariados. Ah, verpasst. Er hatte da nicht so viel Glück oder Pech wie der Kollege Alex. Da habe ich sogar noch drei. Den muss ich eigentlich wegschmeißen, den 1860er. Und den 1867 muss ich eigentlich auch wegschmeißen. Es reicht einer. HP 15. Was kann der? Attack. Attack 14 oder 13, oh mein Gott, endschlecht. So. Gehen erstmal weg hier. Ja, den will ich sicher verschicken. Den auch. Das ist 1879. 1902 war der beste, 23 WP schlechter. IV weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber ich nehme mal an, auf jeden Fall schlechter als Ding. 93, sonst hätte ich es wahrscheinlich schon markiert. Aber Bonbons habe ich von dem. 31 die meisten, muss ja sein.
Dann schauen wir uns noch Lugia an. Und dann könnt ihr natürlich auch bei denen unten in die Kommentare schreiben, wie viel ihr gefangen habt und sowas. Wie viel und welcher euer bester natürlich ist. Wie ihr sehen könnt. Lugia, 2 von 5. Was sehr überraschend ist, weil bis vor kurzem hatte ich sogar nur 1 von 1. Dann in den Persing-Arkaden hatte ich meinen zweiten gemacht. Aber da war ich so abgelenkt von den ganzen Zuschauern, da habe ich richtig schlecht geworfen. Und keine Ahnung, wann ich die letzten 3 gemacht habe. Kann mich gar nicht erinnern. Auf jeden Fall vor kurzem erst. Da 1 von 3 gefangen, also jetzt auch ungefähr 50%, ein bisschen schlechter. Und bei Lugia sieht auch nicht gut aus bei mir. Mein allererstes Lugia, das war, hatte den schlechtesten Satz. Das war der. Ja, okay, 20, 25 ist schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht das, was man sucht. Wenigstens Attack 15. Also immerhin. Ah, bei 2. Also bei Lavados bin ich mir sicher. Und entweder war das Zapdos oder Arctos. Hatte ich sogar die schlechteste RB, die überhaupt möglich ist. So, das waren meine Legendären. Und fangen wir nochmal das Ariados hier. Schöne niedrige WP. Curveball. Oh, was? So. Ich zeige euch jetzt gleich noch was mit den Sonderbonbons, weil durch die Raids hat man natürlich viele. Ich vielleicht nicht so viele wie manche andere. Also manche andere haben echt sehr viele. Und das muss ich jetzt unbedingt in das Video mit einbauen, weil mein Beutel voll ist und ich habe eigentlich nicht so viele TMs und Sonderbonbons und diese ganzen Sachen. Moment, hier ist noch ein Pokémon, also jetzt geht es gerade ein bisschen ab. Im Vergleich zu den anderen, die halt jeden Tag auf Raid-Tour sind und die haben so viele Items, die schmeißen sogar bereits TMs und so weg und Sonderbonbons echt komisch verteilt. So viele Sachen haben die. Aber bei mir wird es jetzt auch langsam knapp. Vor allem, weil, zwei Sachen. Oberhausen. Ich will mich auf Oberhausen vorbereiten, indem ich viele, viele Pokébälle sammle. Und zweitens, ich habe jetzt von einem Kollegen heute was erfahren, wie man sein Go Plus ein bisschen boosten kann. Und das werde ich natürlich euch demnächst zeigen. Werde ich auch jetzt, vielleicht heute Abend sogar noch, aber auf jeden Fall morgen testen und dann die Woche auf jeden Fall ein Video dazu zeigen, wo die Verbindung auf jeden Fall gestärkt werden soll. Und dafür brauche ich halt mehr Platz im Beutel, weil der ist ständig voll. Ihr könnt es sehen, ich habe nur noch 49 Plätze und ich habe Tränke und Beleber und so fast alle weggeschmissen. Also heute noch nicht, dementsprechend habe ich da ein paar, aber die müssen eigentlich demnächst auch wieder weg. TMs habe ich jetzt auch nicht so viele. Und hier die Rare Candies, die Sonderbonbons, 343. Ich kann euch natürlich nicht sagen, für was ihr die am besten einsetzen sollt, weil jeder hat andere Pokémon, jeder hat verschiedene Biome. Manche haben davon mehr, manche haben davon weniger und sowas. Also ich kann nur, euch nur sagen, wofür ich die einsetzen werde, weil ich weiß, wie viele Raids ich mache, wie viele Sonderbonbons ich ungefähr bekomme, wie viele Bonbons ich von den anderen Sachen habe und haben werde und bekommen werde. Dementsprechend für mich nur die legendären. Das sind 20 Kilometer und für alles andere finde ich, ist das reine Verschwendung. Zumindest bei der Anzahl an Bonbons, die ich habe, weil andere Leute haben viel mehr. Und jetzt mache ich da mal ein paar. 300 habe ich und es gibt momentan 7. Das heißt, wenn ich ungefähr bei jedem 40 Bonbons mache, also das dauert erstmal eine Ewigkeit. Wenn ich ungefähr jedem 40 Bonbons gebe, sollte das ausreichen. Also eigentlich sollte ich es nicht so machen, dass ich jedem ein bisschen gebe, weil dann kann ich keinen von denen Max pushen, aber momentan habe ich eh nicht vor, irgendeinen davon Max zu pushen. Und wenn, dann pushe ich eh irgendwann alle Max. Dementsprechend passt das so, wie ich es jetzt geplant habe, aber wenn ihr das macht, solltet ihr das eher nicht so machen, sondern euch einen aussuchen und dem genug Bonbons geben, damit ihr den Max pushen könnt und dann die anderen Bonbons nochmal verteilen und nicht jetzt jedem ein bisschen geben und dann könnt ihr gar keinen von denen pushen. Auf Max meine ich natürlich. So, das dauert jetzt eine Weile. Wir sehen uns gleich wieder. Moment, ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. So, ich bin immer noch dabei, Bonbons umzuwandeln. War sogar kurz auf Toilette. Keine Angst, ich habe mir die Hände gewaschen. Und ich bin immer noch nicht fertig. Das dauert echt Ewigkeiten. Ein paar Bonbons werde ich mir natürlich aufheben für die legendären Katzen. Entei und sowas.
Aber das meiste muss jetzt echt weg. Wie gesagt, für Klickertour, da habe ich was echt sehr Interessantes erfahren. Ich bin echt gespannt. Am liebsten würde ich jetzt sogar losfahren und das testen, aber... Nee, ich kann echt nicht. Das bleibt zu Hause. So, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, viele haben mich angeschrieben und gefragt, welches von den legendären Vögeln sie pushen sollen. Sie haben zum Beispiel, was weiß ich, 89%, sollen sie das pushen und sowas. Und meine Antwort war, bei jedem, wartet's ab, bis die Vögel weg sind. Und danach, den besten Vogel, den ihr habt, pusht den einfach, falls ihr den pushen wollt natürlich. Falls du am Ende nur einen 89% Arctos zum Beispiel hast, aber du ihn unbedingt pushen willst, dann push den. Und wenn du 96 hast, push den. Wenn du 100 hast, push den. Also nach der Zeit, wo sie weg sind, push einfach das Beste, was du von dem jeweiligen Vogel hast. Also ich push erstmal gar keinen, aber nur weil ich keinen Bock habe und das relativ unnötig finde, aber jeder kann pushen, was er will. Aber das ist so mein allgemeiner Tipp. So, das war's. Endlich fertig, umgewandelt die Bonbons. Ich habe 100 behalten, für alle Fälle. Mal schauen, was ich damit noch machen werde. Hab das an alle verteilt, am Ende sogar noch ein paar an Entei, aber nicht allzu viel, weil der ist ja einen Monat da. Mal schauen, wie viel ich dann nach dem Monat von dem hab. Wie gesagt, das war nicht die beste Strategie, also nicht für alle zu empfehlen so. Also am besten nicht nachmachen. Das war jetzt nur für mich so, das was ich am besten finde, für mich selber. Aber das war's. Hab euch gezeigt, wie viele von den Vögeln ich gefangen habe, weil das echt ein paar interessiert hat. Und dann euch auch noch gezeigt, was ich mit den Bonbons mache. Ich kenne viele, die haben weit mehr Bonbons gehabt und die hatten bereits alle gemaxt, alle legendären, manche sogar zweimal alle legendären und hatten immer noch viel zu viele Bonbons übrig, also aber damals gab es auch mehr Bonbons, jetzt gibt es auf jeden Fall viel weniger, also jetzt sollte das erstmal kein Problem sein, dass man zu viele Bonbons bekommt, außer man übertreibt es halt echt richtig krass mit den Raids. Aber schreibt unten rein, wie viele Vögel ihr gefangen habt, wie viele ihr gesehen habt, was euer Bester ist, was ihr mit den Sonderbonbons so gemacht habt. Ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben und kommentieren. Checkt die Armies ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Auf Instagram haben wir bereits die 1000 geknackt. Echt saftig, danke an alle, die mir da folgen. Und vergesst nicht, Pokémon ist Business.